herzlichen guten Abend. Mein Name ist Stefan May, ich darf der stolze Gastgeber hier im Salon Luitpold und auch im Café sein. Ich freue mich, dass wir auch vor der WM schon so ein spannendes Thema heute mit Ihnen diskutieren. Das interessiert nicht nur den FC Bayern und seine Fans, sondern auch Sie, was ja nicht ein Ausschlusskriterium sein muss, sondern vielleicht gibt es ja auch Überschneidungen. Auf jeden Fall reden wir heute um Katar, wie Sie wissen. Wir haben uns getraut, dieses Thema zu diskutieren, weil wir zwei ganz tolle Protagonisten gemeinsam mit dem C.H. Beck Verlag ausgewählt haben, der heute auch vertreten ist, von Frau Burisch. Danke, dass Sie uns da unterstützen. Und wir haben natürlich auch einen Büchertisch hier vorne rechts. Weihnachten kommt bestimmt. Und das Buch ist kontrovers. Und wer sich noch eine Meinung bildet im heutigen Abend, wird sicher nicht umhin kommen, da mal reinzuschmökern. Und ich bin auch jetzt schon sicher, dass Niklas Fromm signieren wird, oder? Das haben wir nicht abgestimmt, aber jetzt sind Sie hier mit Franks verpflichtet. Inzwischen haben wir somit auch aufgelöst, wer Herr Fromm ist, auf der rechten Seite, den Marius Schmitz vielleicht ganz kurz vorstellt. Ihn würde ich vorstellen, auf Ihrer linken Seite. Marius Schmitz ist in der Eifel geboren und konnte dem unwiderstehlichen Drang nach Süden an den Nabel der Welt nicht widerstehen, hat in Bamberg studiert, Germanistik, europäische Ethnologie, fand ich ganz spannend, und Soziologie. Das qualifiziert ihn natürlich wunderbar, um über Sport zu schreiben. Und so fand er den Weg zum Münchner Merkur, ist dort Sportredakteur und schreibt vor allem über Sportpolitik. Insofern ein wunderbarer Stichwortgeber, vielleicht auch ein bisschen mehr, ich bin gespannt. Ich freue mich auf einen spannenden Abend mit Ihnen allen. Die ersten 16 Minuten für alle, die das erste Mal hier sind, widmen wir den beiden und ihrer inhaltlichen Diskussion, und dann dürfen Sie auch mit einsteigen und ich werde mit dem Mikro zu Ihnen kommen. Ja, auf eine gute Diskussion. Ja, vielen Dank, Herr Mayer, für die schöne Anmoderation. Ich freue mich sehr, Sie heute begrüßen zu können zu einem Thema, was vor allem in den letzten Monaten, was vor allem seit Bekanntgabe, dass dort eine WM stattfindet in der Wüste, sehr lebhaft, sehr kontrovers diskutiert wurde. So lebhaft, dass auch Uli Hoeneß es sich nicht nehmen lassen konnte, im Sportstudio anzurufen, um seine Meinung kundzugeben. Olaf Scholz hat bei seiner Katar-Reise darüber gesprochen. Es wird immer sehr viel darüber gesprochen und oft hat man das Gefühl, so genau weiß man gar nicht, was ist Katar überhaupt, wie funktioniert das. Und wie hat das Land es geschafft, dass in der Wüste eine Weltmeisterschaft ausgetragen wird? Heute haben wir zum Glück einen jungen Herrn da, der uns das alles erklären kann und noch viel mehr. Niklas Fromm, als Mittelostexperte, hat er das Buch geschrieben und will uns heute einen Einblick in das Land geben, wie dort regiert wird, wie dort bestimmt wird und vielleicht sogar Katar ein bisschen in Schutz nehmen. Vielleicht können Sie einfach zum Einstieg noch mal ein paar Worte über sich sagen und wie sind Sie eben auf das Themenfeld, auf die arabischen Golfstaaten, auch insbesondere Katar, gekommen? Ja, sehr gerne. Nochmal von meiner Seite Dankeschön für den schönen Empfang und den schönen Raum. Ich habe tatsächlich niemanden bezahlt, oder ich wurde auch nicht bezahlt, um mich für Katar zu interessieren, sondern es hat schon sehr, sehr früh angefangen. In der Schulzeit habe ich schon meinen ersten Volkshochschulkurs gemacht, Arabisch. Und wo das herkommt, weiß letzten Endes keiner. Es gibt ja manche Dinge, die sind einfach so, die interessieren einen einfach von klein auf. Und dann habe ich ein Jahr in Dubai gelebt und mich mit der Golfregion näher befasst und dabei auch die ganzen Golfstaaten mir angeguckt. Und nach reiflicher Überlegung und nach reiflicher Begutachtung sozusagen, habe ich mich dann entschieden, forschungstechnisch mich auf Katar zu spezialisieren, weil es in meinen Augen ein besonders interessantes Land ist, auch innerhalb der Region, und b, weil es so gut wie keine Forschung, keine ernsthafte Forschung darüber gibt und erst recht nicht gab zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe. Und das Buch ist eben auch ein kleiner Beitrag dazu, diese Lücke, die ich eben da festgestellt habe, ein bisschen zu schließen. Und gerade jetzt eben auch für den deutschsprachigen Raum eine Basis einfach mal zu legen mit Informationen. Also das Buch ist jetzt gar nicht so ultra politisch im Anspruch, sondern es, beziehungsweise die Kontroverse entsteht vielleicht aus der Sachlichkeit.
Also das ist im Prinzip so die Intention hinter dem Buch gewesen. Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen. Es gibt noch gar nicht so viel Forschung über Katar, obwohl so viel darüber gesprochen wird. War das auch die Hauptmotivation, dass man eben diese vielleicht oft oberflächlich diskutierten, den Diskurs einfach ein bisschen anreichert mit Fakten? Also für mich jetzt als Motivation, genau. Definitiv. Es ist, ich glaube, jeder, der ein Thema hat, mit dem er oder sie sich über Jahrzehnte oder Jahre intensiv beschäftigt und dann die Zeitung aufschlägt und jemanden dazu liest, dessen Meinung man vielleicht nicht teilt, wo man sagt, warum bin ich nicht gefragt worden. Und so ähnlich geht es einem dann natürlich auch, wenn man sich seit Jahren mit Katar beschäftigt und es aber eigentlich mehr als Stichwort vorkommt, als Hülle für alles, was böse ist und man nicht irgendwie zuordnen kann. Und das ist natürlich etwas unbefriedigend, weil auch, da kommen wir ja nachher noch dazu, die Kritik, die besteht, ja nicht gegenstandslos ist. Aber es geht einfach darum, wie man mit der Kritik umgeht und in welcher Form man sie vorträgt. So. Aber da können wir ja nachher nochmal drauf eingehen. Ja. Ja, wir beide haben uns den Gästen ja schon vorgestellt. Vielleicht könnten Sie jetzt mal kurz das Thema, das Land Katar vorstellen. Vielleicht einen kleinen Steckbrief, damit wir mal so eine grobe Einordnung haben. Worüber reden wir überhaupt? Also die Zahlen, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht auswendig gelernt. Das müssten Sie jetzt parallel nachschlagen, die Längen der Außengrenzen und die Quadratkilometerangaben. Wir reden von einem sehr kleinen Land in der arabischen Welt. Es ist eine Halbinsel, die an Saudi-Arabien angrenzt und dazu noch über Seegrenzen verfügt, eben gegenüberliegt dem Iran und Seegrenzen hat zu Bahrain im Norden. Und im Süden auch noch die Emirate mit einer Seegrenze. Ist das auch noch eine Seegrenze? Ich glaube, das ist auch noch eine Seegrenze. Also das sind jedenfalls die Nachbarn, wobei eben die einzige Landverbindung nach Saudi-Arabien ist und damit das natürlich der relevanteste Nachbar in Anführungsstrichen, auch der stärkste und größte. Wir reden über ein sehr kleines Land, was ungefähr, Schätzungen gehen ein bisschen auseinander, zurzeit 3 Millionen Einwohner hat, wobei von diesen 3 Millionen Einwohnern nur circa 10% einen katarischen Pass hat. Das heißt, der Rest, 2,7 Millionen circa, sind eingewandert, Gastarbeiter, ohne katarischen Pass aus der ganzen Welt. Und das ist eben eine Bevölkerungsgruppe, die sich regelmäßig austauscht. Also sie haben sozusagen einen Bevölkerungsstamm, katarisch von ca. 300.000 Leuten. Das wächst auch. Das waren, als ich angefangen habe mit der Forschung vor ca. 10 oder gut 10 Jahren, da waren es 200.000. Also das ist ein sehr dynamisch wachsendes Land, muss man auch dazu sagen. Wir können in ein paar Jahren reden wir vielleicht über andere Zahlen noch. Ja, also insofern bleiben eben die Kataris immer vor Ort und die 2,7 Millionen oder ähnlich viele Gastarbeiter werden eben regelmäßig ausgetauscht, bleiben nicht länger als 3, maximal 5 Jahre eigentlich im Land. Ja, das ist, dazu ist wahrscheinlich noch zu sagen, dass eben, was Ihnen wahrscheinlich größtenteils bekannt sein dürfte, dass es sich um ein sehr wohlhabendes Land handelt, was daher rührt, dass sie in allererster Linie Gas exportieren. Mit Öl haben sie angefangen, Öl gibt es nicht mehr so viel, aber sie teilen sich mit Iran ein riesiges Gasfeld im arabischen Golf oder persischen Golf. Und dieses Gas, was aus diesem Gasfeld entnommen wird, sorgt dafür, dass eben die wenigen Kataris in sehr großem Wohlstand leben können, weil das letzten Endes verstaatlicht über den Staat quasi an die Bevölkerung dann wieder verteilt wird. Da kommen wir ja gleich noch zu den sozialen Strukturen. Und das ist aber auf jeden Fall noch ein wichtiger Aspekt. Sehr klein, sehr unscheinbar geografisch, damit einhergehend natürlich auch mit einer kleinen Armee, im Verhältnis zur Landesgröße vielleicht groß, aber trotzdem nach absoluten Maßstäben immer noch sehr klein. Und aber mit eben sehr viel Wirtschaftskraft durch die Rohstoffvorkommen und auch dazu, wenn wir kommen, sehr viel Entschlossenheit, daraus etwas zu machen und nicht nur eine große Ferrari-Sammlung, sondern Weltpolitik. Ja, Katar war natürlich nicht immer der Player in der Weltpolitik, der heute ist. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es eine Ödnis aus Sand und Staub war. Man liest immer wieder den Namen Emir Hamad und eben seine Politik der Öffnung. Vielleicht können Sie mal kurz skizzieren,
was denn dazu geführt hat, dass aus der Ödnis eben so ein gewichtiger Partner in der Weltpolitik wurde. Also sehr viele böse Zungen würden behaupten, es sei immer noch nicht viel anders. Aber es ist, glaube ich, vor allem in Vorher-Nachher-Darstellung lässt sich das sehr gut nachvollziehen, die Entwicklung. Sie dürfen sich das nicht vorstellen als zweites Dubai, sondern eine sehr kontrollierte Öffnung, die aber eben nicht nur auf eine Öffnung der Grenzen und Reinholen von großen Touristenmengen basiert, sondern eher auch auf einer langfristigen Adaptation der Strukturen auf die Erfordernisse der Welt sozusagen, die sich eben diesem kleinen Land darstellen. Und was war die ursprüngliche Frage? Ob Sie eben kurz skizzieren. Genau, Mohammed, genau. Und wir saßen sozusagen vor 1995 dort in einer relativ homogenen Landschaft, Region. Damals war Dubai auch, also damals hatte Dubai schon die ersten Hochhäuser, war aber auch noch relativ staubig, wenn man so möchte. Und die anderen Emirate sowieso. Das heißt, aus diesem Zustand, würde ich sagen, hat sich erst Katar emanzipiert, als Emir Hamad 1995 eben die Macht übernommen hat von seinem Vater. Das ist auch eine sehr eigenartige Geschichte gewesen, weil das ein unblutiger Staatsstreich war. Das heißt, der damalige amtierende Emir war gerade mal am Genfer See für einige Tage und in der Zeit hat sein Sohn dann beschlossen, zukünftig die Regierung zu übernehmen und auch ausreichend viele Menschen überzeugt im Land, dass das eine gute Idee ist. Und also bis er wieder zurückgekommen ist, sagen wir so, war die Sache erledigt und es gab danach zwar noch ein, zwei kleine Versuche, die mit Staatsstreichen und so weiter, aber letzten Endes saß Emir Hamad seitdem sehr, sehr fest im Sattel bis 2013 und seit 2013 haben wir seinen Sohn Tamim jetzt an der Macht. Und Emir Hamad, um das nochmal eben aufzugreifen, weshalb ist er so wichtig für diese Öffnung von Katar? Emir Hamad hat einmal, ich sage es zuerst, weil ich glaube, dass es tatsächlich auch aus heutiger Perspektive mit das Wichtigste ist, er hat sich entschieden, sehr früh alles auf Flüssiggas zu setzen. Wirtschaftlich, also sehr viele Investitionen zu tätigen und Katar zum zeitweise, ich glaube mittlerweile zweiter Platz oder also teilt sich immer den ersten und zweiten Platz, weltgrößten Flüssiggasexporteur zu machen. Und das muss man sich eben mal vorstellen bei der Landesgröße. Sie brauchen ja nicht nur das Gas, sondern wenn Sie das als Flüssiggas exportieren, brauchen Sie auch eine gewisse Infrastruktur. Sie können das teurer verkaufen, weil Sie es sozusagen im Land schon verarbeiten und verarbeitet verkaufen können. Das heißt, da stecken noch größere Margen drin. Also insofern war das der Grundstein letzten Endes für den unglaublichen Wohlstand, den wir heute sehen. Also ohne diese Entscheidung von Hamad wäre Katar zumindest nicht doppelt so reich wie seine Nachbarn. Also trotzdem ein wohlhabendes Land wahrscheinlich, aber nicht in dem Maße und nicht so beliebt und gefragt, wie das heute der Fall ist als Gasexporteur. Also das, denke ich, ist das Wichtigste. Und der zweite Aspekt, da werden wir, glaube ich, dann nachher noch zukommen, bezieht sich auf die Außenpolitik, wo es darum geht, eben zu sagen, nein, wir sind eben nicht nur ein Anhängsel von Saudi-Arabien und wollen eben nicht nur einer von vielen Golfstaaten sein, die im Schatten von Saudi-Arabien existieren und letzten Endes keine eigenen Entscheidungen treffen weltpolitisch, sondern immer nur in dem Rahmen, der ihnen gesteckt wird, vom großen, mächtigen Nachbarn. Und damit hat Emir Hamad eben gebrochen. Seit 1995 verschiedene Punkte, Gründung von Al Jazeera, was Ihnen wahrscheinlich ein Begriff ist als Fernsehsender, der teilweise sehr, sehr scharf auch kommentiert hat, nicht gegen das katarische Regime natürlich, aber teilweise gegen andere. Also insofern, es war sehr viel los in diesem sehr kleinen, staubigen Land, seit er an der Macht war. Ja, Sie haben schon angesprochen, dass die katarische Bevölkerung eben zu 90% aus Gastarbeitern besteht. Was ist denn mit den übrigen 10%? Dürfen die mitreden im Land? Haben die was zu sagen? Wie wird regiert in Katar? Jein. Es ist ein System, würde ich sagen, was natürlich ganz klar die Kriterien erfüllt für autoritäre
starten, definitiv. Also wenn wir mit einer Definition aus unserer Perspektive einer liberalen Demokratie sozusagen kommen als Basis und davon ausgehend Definitionen treffen, dann sagen wir, okay, da gibt es keine Repräsentation, da gibt es keinen Austausch, keine Einbringung, das ist einfach Totalitarismus und liest man alles Mögliche, Diktatur und so weiter. Als Politikwissenschaftler sage ich Vorsicht, nicht jeder Staat mit autoritären Zügen ist gleich eine Diktatur. Da gibt es ja auch durchaus verschiedene Abstufungen. Und was für mich sehr, sehr wichtig ist herauszustellen, ist, es gibt ja Mechanismen der Abstimmung und Mechanismen der Einbringung, die sind nur nicht nach unseren Mustern sozusagen definiert. Das geht eher in Richtung Repräsentation von wichtigen Familien im Land, von wichtigen Interessengruppen im Land. Das ist also letzten Endes eine, ich würde noch nicht mal sagen informell, weil es einen Formalitätsbegriff zugrunde liegt, den wir hier haben. Es ist ja auch eine über Jahrhunderte gewachsene Tradition, insofern würde ich jetzt auch das nicht als informell bezeichnen, aber es ist einfach ein Austausch zwischen den wichtigsten Menschen des Landes und da muss der Emir und seine Regierung auch darauf Rücksicht nehmen. Er muss es nicht machen. Es gibt kein Gesetz, was ihn dazu verpflichtet. Laut Gesetz, laut Verfassung kann der Emir im Prinzip mehr oder weniger alles alleine entscheiden, durch alle Politikfelder hindurch. Aber wenn es dann an die Tagespolitik geht, kann sich ein Emir das auch nicht immer erlauben, gegen Widerstände alles durchzudrücken. Sonst ist er auch nicht sehr lange Emir, beziehungsweise hat eine sehr unkomfortable Situation, weil es dauernd Interessengruppen gibt, die an seinem Stuhl sägen. Und deswegen besteht sozusagen die Aufgabe dieser, in Anführungsstrichen, demokratischen Instrumente, die gerne als solche verkauft werden und auch demokratische Elemente haben, weil sie teilweise gewählt werden und so weiter, erfüllen nicht die Kriterien eines demokratischen Parlamentes, aber erfüllen die Aufgabe einer Einbindung von bestimmten Interessengruppen. Und da wir ja auch nur über 300.000 Leute reden circa, von denen wiederum sehr, sehr, sehr viele zur Herrscherfamilie sogar gehören. Also es gibt unglaublich viele Prinzen, Prinzessinnen und so weiter, die ja auch irgendwie halb Regierung und halb Regierte sind. Und in diesem Rahmen gibt es eben Austauschmechanismen. Die erfüllen nicht unsere Definition von einem Parlament, aber sie sind da. Es ist nicht nichts. Es ist nicht eine Diktatur, wo einer entscheidet und alle tippeln hinterher. Also in a nutshell. Das ist eine sehr schöne Beschreibung dafür, dass die Leute im Endeffekt nicht wirklich was zu sagen haben. Ich sage mal so, es gibt immer wieder Umfragen und das, was sich die meisten Menschen wünschen, ist Wohlstand. Und das kriegen sie. Und insofern ist das letzten Endes so der Mechanismus, den wir also Rententheorie oder Rentensystem nennen, wenn ein Staat seine Legitimität oder eine Regierung ihre Legitimität daraus bezieht, dass sie eben Einkommen umverteilt, dass sie einfach Ressourcen umverteilt. Das heißt, das Gegenteil von unserem Spruch, der quasi zu unseren Revolutionen, demokratischen Revolutionen, no taxation without representation, das heißt, wenn wir Steuern zahlen müssen, dann wollen wir auch mitbestimmen, wofür? Und da ist es umgekehrt, wir geben euch Geld, aber dafür wollt ihr nicht mitbestimmen. Und das ist, ich würde jetzt einfach mal frech postulieren, dass das in sehr vielen Staaten rauskäme, wenn man die Leute fragen würde. Dass das Allerwichtigste den meisten ist, dass sie gut leben. Und gut leben heißt nicht zwangsläufig für die meisten, ne? Heißt nicht Pressefreiheit und weiß ich nicht, sondern das heißt eben Kontostand. Und in diesem Kontext ist letzten Endes, natürlich, man kann nur in sehr engen Grenzen mitbestimmen und dann ist es eher was, wo wir dann reden über eine Art von innerfamiliärem Lobbying vielleicht, dass man auch sagt, es gibt innerhalb der Herrscherfamilie zum Beispiel
Gruppen, die sich dann eher konservativ positionieren, die sagen, okay, wir wollen gar nicht so eine extrovertierte und experimentelle Außenpolitik, wir wollen vielleicht lieber ein bisschen unter dem Radar bleiben oder wir wollen unser schönes Geld nicht für irgendwelche außenpolitischen Experimente ausgeben, sondern wollen lieber noch mehr haben davon, dann wird das gehört. Dann wird das gehört und dann gibt es dann auch mal Reformen, dass dann eben was zurückgenommen wird, wie beispielsweise Englisch als erste Unterrichtssprache an den Schulen, weil das dann vielleicht ein bisschen zu progressiv war. Jetzt ist es wieder Arabisch und so. Das heißt, das war ein Wunsch, der aus der Bevölkerung kam. Also so, das heißt, es ist jetzt, wenn man jetzt sagt, die Kataris haben nichts zu sagen, wäre es für mich auch ein bisschen zu kurz. Haben sie einen Recht auf Mitsprache? Nein. Darauf können wir uns, denke ich, einigen. Katar wird ja oft als das Böse, als der Teufel dargestellt, hat aber jetzt schon seit Jahrzehnten auch eine wichtige Rolle eben als Vermittler bei Konflikten, bei Kriegen. Vielleicht können Sie da mal einen kurzen Einblick geben in die Rolle Katar als Mediators. Ja, das würde ich sehr gerne ein bisschen trennen, den Teufel von der Meditation bräuchten wir auch. Weil letzten Endes auch der Erfolg der Mediation immer davon abhängt, für wie teuflisch Katar gehalten wird. Oder wie, also je nach Kontext vergessen die Regierungen im Westen gerne oder nicht so gerne, wie teuflisch dieses Land doch sei. Also wenn wir jetzt sprechen über Afghanistan beispielsweise. In Afghanistan repräsentiert uns Katar. Katar ist das einzige Land, was dort eine Botschaft letzten Endes unterhält. Und es gibt bestimmt noch ein paar andere, aber Katar vertritt die Vereinigten Staaten und einige andere westliche Staaten diplomatisch in Afghanistan. Und das ist, finde ich, ein unglaublich weitreichendes Kooperationsgebaren. Sehr, sehr existenziell, sehr eng am Wesen des Staates. Und da ist es egal, ob Katar böse ist oder nicht böse. Da ist es einfach, sie sind einfach wichtig. Und so ähnlich ist es bei der Mediation eben auch. Es gibt einfach manche Situationen, da ist es einfach zu wichtig. Beispiel Libanon 2007, 2008, Regierungskrise. Da hatte die ganze Welt Angst, wirklich Angst, dass das Land in Bürgerkrieg wieder abrutscht. Und da hat man sich dann auch zusammengerissen und da hat die französische Regierung maßgeblich auch die katarische Mediation unterstützt, damit es was wird. Wenn die westlichen Staaten allesamt gesagt hätten, das ist alles, Katar ist böse, Stichwort Terror und alles, was immer gesagt wird, dann wäre das wahrscheinlich nicht so gut gelaufen. Und in anderen Schauplätzen, wo sich der Westen eher zurückhält, wo man Katar sich selbst überlässt, da scheitert das noch häufiger mal. Insofern denke ich, Satans-Bilder, die da gerne bemüht werden, die kommen besonders dann stark, wenn es für uns, also uns als Westen und als Deutschland, nicht so viel kostet. Also ich glaube nicht, sieht man jetzt ja auch so, also dass die Kritik, die jetzt vorgebracht wird, die wird vorgebracht im Kontext von Sport und im Kontext eines Ausrichters, der mit dem Rücken zur Wand steht und von der ganzen Welt kritisiert wird und sich eigentlich nicht wirklich verteidigen kann, ohne den Schaden größer zu machen. Da ist es relativ billig zu kritisieren, aber wenn es jetzt darum geht, hinzufliegen und zu sagen, okay, wir nehmen dann nicht euer Gas, weil uns eure Menschenrechte nicht gefallen oder wir lassen das mit der Vertretung in Afghanistan, wir holen unsere Leute selber raus oder lassen dann die 200 Deutschen, die durch Katar ausgeflogen wurden, lassen wir dann dort sitzen lieber. Das ist ja auch keine Option. Insofern in diesem Pragmatismus, der ja Weltpolitik nun mal prägt an vielen Stellen, wundert es mich manchmal, wo auf einmal die moralische Keule herkommt, auch aus Ländern kleine Nebenbemerkungen wie, weiß ich nicht, wie oft sich die EU und die EU-Staaten jeden Tag schuldig machen der Menschenrechtsverletzungen im Mittelmeer. Man muss einfach ein bisschen gucken, wer kritisiert hier wen, wofür und in welcher Situation.
Die moralische Keule wurde hier in München auch besonders ausgepackt, seit eben der große FC Bayern mit dem großen sozialen Gewissen als Familienverein plötzlich Qatar Airways auf dem Ärmel hatte. Jetzt ist aber so, katarische Beteiligung gibt es in Deutschland ja seit Jahrzehnten, Volkswagen, die Deutsche Bank. Ist das eine gezielte Strategie von Katar, eben in große Firmen, in große Vereine zu investieren? Definitiv, aber das betrifft nicht nur Deutschland. Also das ist, ich würde auch da nochmal trennen, ich glaube, dass die Sportinvestitionen zum Teil nicht wirklich aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen getätigt werden, wohingegen Deutsche Bankaktien und so weiter, das schon den Ziel, das Hauptziel hat, das katarische Vermögen zu vermehren. Also Katar ist da ein strategischer Anleger, der auch den Ruf hat, nicht so stark in die Unternehmen irgendwie eingreifen zu wollen oder so. Es geht wirklich darum, dass das Geld, was aus dem Gasgeschäft kommt, zu diversifizieren und eben abzusichern und für die zukünftigen Generationen zu erhalten. Und bei den Investitionen in Sportvereine, da sind wir, glaube ich, eher auf der Image-Schiene, vor allem auf der Image-Schiene. Und der Familienverein Bayern München, das war vielleicht auch eine schöne Überleitung, weil tatsächlich so man hat auch einige Probleme quasi oder interne Probleme und Fragezeichen, auch im ganzen FIFA-System und so weiter, kann man sehr schön extrapolieren und dann Katar aufsetzen. Das ist auch alles nicht komplett falsch, aber es ist die Frage, ob man damit die Wurzel des Übels in Anführungsstrichen trifft, weil letzten Endes, würde ich so zusammenfassen, spielt Katar das Spiel nach den Regeln, die wir als Westen sozusagen aufgestellt haben. Und manchmal machen sie es so gut, dass einige dann Angst bekommen, weil sie eben gerade gar nicht genau wissen, wer oder was Katar ist. Ja, der große Aufreger, der Aufhänger ist natürlich die Fußball-Weltmeisterschaft, eine WM in der Wüste im Winter. Vor ein paar Jahren hätte man sich das vielleicht nicht vorstellen können, dass sowas passiert. Es wird viel über Boykott gesprochen. Vielleicht können wir hier mal eine kurze Umfrage machen. Wer möchte, wer hat denn vor, sich die WM anzuschauen im Winter? Ich würde mal sagen, es ist Hälfte-Hälfte ungefähr. Ich hätte nicht so viele Hände erwartet. Man fragt sich ja natürlich, wie hat Katar es geschafft, diesen Zuschlag zu bekommen? Klar, die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Die FIFA ist korrupt und sie will einfach viel Kohle haben, aber steckt ja viel mehr dahinter. Das ist ja eine lange Strategie von Katar. Da ist Nation Branding ein ganz, ja, das wichtigste Stichwort. Was ist das, dass man einer Nation, eine Marke, ein Branding verpasst? Wieso Katar dann die WM bekommen hat, kann ich Ihnen, glaube ich, nicht sagen. Ich kann aber sagen, weshalb Katar versucht hat, mit allen Mitteln sie zu bekommen. Stichwort Nation Branding. Nation Branding, nochmal kurz runtergebrochen, ist letzten Endes ja, Marketing für Staaten, aber es ist eben mehr als reines Marketing. Es ist mehr als reine Werbung. Es geht eben darum, dass man nur mit dem werben kann, was auch da ist. Also es geht darum, wie möchte ich als Staat wahrgenommen werden, wie möchte ich wirken auf die Anwohner anderer Staaten. Und das Nation Branding geht eben dann dahin, dass man sagt, okay, wir machen nicht irgendeine Politik und machen dann eine Werbekampagne, Tourismus, Außenhandel, was auch immer, sondern wir machen uns gleich von Anfang an Gedanken, welche Politik brauchen wir, damit wir sie gut vermarkten können. So letzten Endes ist es bei der Produktentwicklung ja auch nicht so viel anders. Da sitzt ja auch die Marketingabteilung schon dabei, wenn der nächste Golf entwickelt wird. Also insofern ist das nicht so unähnlich. Und Katar als so junger Staat, das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, Katar, das hätte ich vielleicht vorhin sagen sollen, existiert ja erst als Staat seit 1971. Und das sind einfach Zeitdimensionen, die man sich auch mal vor Augen führen muss. So, die Infrastruktur, die ganzen Institutionen, die müssen ja wachsen. Und was kann man als Land tun, was sozusagen ein weißes Blatt im Sand ist, so wahrgenommen wird, was kann man dafür tun, um eben nicht im Sand zu verschwinden, im saudischen Sand sozusagen. Also um eben nicht das Schicksal zu teilen,
Was heißt Schicksal? Es geht denen ja auch, den Einwohnern auch oft nicht schlecht, aber es war eben, wenn Sie sich die anderen Golfstaaten angucken, ist da eben mit außenpolitischer Eigenständigkeit nicht so viel. Das wird alles sehr eng mit Saudi-Arabien abgestimmt. Und letzten Endes, die langfristige auch, das haben auch gerade zu, in den 70er, 80er Jahren gab es ja auch sehr viele internationale Beobachtungen dazu, die im Zuge der Abwicklung der letzten Kolonien gesagt haben, so diese ganzen Kleinststaaten, das ist eigentlich alles überhaupt nicht überlebensfähig politisch. Wie will denn so ein kleiner Staat das überhaupt bewerkstelligen? Sie haben ja gar nicht genügend Leute, um die Botschaften zu besetzen, um die Armee zu besetzen, den ganzen Staatsapparat auszustatten. Und das ist sozusagen schon das Handicap, mit dem Katar gestartet ist, wie viele andere Länder auch natürlich. Und dazu halt einfach immer die Angst vor dem großen Nachbarn, dass wenn man etwas tut, was dem großen Nachbarn nicht gefällt, dass das dann eben auch böse Konsequenzen haben kann. Und Eigenständigkeit bedeutet da dann halt in erster Linie auch, nicht mehr über sein eigenes Geld auch entscheiden zu können, so ungefähr. Ja? Also nicht mehr die Kontrolle darüber zu behalten. Und gerade da, dass die größte Einkommensquelle das gemeinsame Gasfeld mit dem Iran ist natürlich ein sehr großes Interesse da, sich nicht zu sehr von Saudi-Arabien vereinnahmen zu lassen, denn schwupps ist man politisch in der Situation, dass man sich gezwungen sieht, die Kooperation mit Iran zu überdenken, neu auszuhandeln, abzubrechen, zu unterbrechen, wie auch immer. Und das ist aus so raison d'état für Katar überhaupt keine Option. Das ist die Grundlage. Und deswegen, lange Antwort, ich komme zurück zur WM, keine Angst, ist letzten Endes die WM nur ein konsequenter Schritt auf dieser Leiter, ein sehr, sehr weit gediehener Schritt, auf dieser Leiter, sich selbst weltweit bekannt zu machen und sich damit abzusichern. Eine Situation, wie realistisch oder wie immanent die sein mag oder auch nicht, eine Situation wie Kuwait zu verhindern einfach. Dass man sagt, okay, wenn die ganze Welt gewusst hätte, wenn Kuwait 1985 eine WM veranstaltet hätte, wäre Saddam nicht einmarschiert, so ungefähr. Um es jetzt mal ein bisschen, das ist nicht zum Zitieren, aber zum vielleicht nachvollziehen. Also letzten Endes einfach eine Schutzstrategie, die darauf aufbaut, wir müssen uns so vielen wie möglich zeigen, dass wir da sind, zeigen, dass wir wichtig sind. Die müssen uns nicht alle mögen, aber sie müssen uns anerkennen und sehen, dass wir da sind und eine wichtige Rolle spielen. Und das ist jetzt eben auch die WM. Der Sport wird ja nicht nur von Katar gerne als Bühne missbraucht, um eben zu zeigen, bei uns ist doch gar nicht alles so schlimm, wir sind gute Gastgeber. Denken wir an die Olympischen Spiele in Peking, an die Olympischen Spiele in Russland. Ist das eben auch die Strategie von Katar? Wir sind gute Gastgeber, um gesellschaftlich irgendwie akzeptiert zu werden. Dass man quasi einen Schleier vor die Menschenrechtsverletzungen hinbekommt. Ich würde das in diesem Kontext nicht im Vordergrund sehen. Ich denke, dass es definitiv diesen Wirkungszusammenhang auch gibt. Ich glaube aber, wie gesagt, dass es also als Analysezugang, dass es sinnvoller ist, es zu sehen, eben in diesem ganzen großen Kontext des Staates Katar, der versucht, sich zu etablieren und groß zu machen, in Anführungsstrichen. Welcher Ausrichter einer Fußball-Weltmeisterschaft, also das ist einfach eine Reihe von Staaten, in deren Liste jetzt nun auch Katar steht, das ist einfach ein Attribut und eine Ehrung quasi, die in meinen Augen auch sehr, sehr viel mehr wert ist für den Staat als jetzt die schlechte Presse, die jetzt hier in Bezug auf die Baustellengeschichte kam. Also deswegen, ich glaube ja, es hat diesen Effekt auf jeden Fall, aber beziehungsweise im Endeffekt ist der Effekt für Katar jetzt ja andersrum, dass ohne die WM kein Hahn danach gekräht hätte, wie die Situation ist auf den Baustellen, wo ja auch ganz viele deutsche Unternehmen mitbauen, was ja auch nicht so wichtig zu sein scheint, wenn es deutsche sind. Also dass die,
Ja, dass es also letzten Endes wirklich darum geht, die langfristige Strategie vorzuführen und nicht irgendwie ja, einen kurzfristigen Marketingerfolg zu haben, denn den kurzfristigen Marketingerfolg, den hatten Sie ja in dem Sinne nicht wirklich. Was sich natürlich jetzt viele fragen, wie wird die WM ablaufen? Es wird befürchtet, dass es eben ein ziemlich ödes, eben kein Fußballfest wird. Katar gibt sich gerne liberal oder zumindest offener als die anderen Golfstaaten. Aber wie verkrustet oder wie verfestigt sind denn da noch religiöse Strukturen? Auf Blasphemie steht da zum Beispiel immer noch die Haftstrafe. Es ist ein anderes Rechtssystem als unseres. Und ich tue mich oft schwer damit, so Vergleiche zu ziehen in dem Sinne, weil es einfach eine andere Tradition ist letzten Endes, eine andere Rechtstradition. Und auch vielleicht vorweg noch kurz, Wir sind in Deutschland einfach besonders, in Europa generell, aber in Deutschland nochmal im Besonderen, deutsche Schweiz sind vielleicht noch mehr daran gewöhnt, dass einfach mehr oder weniger alles nach gewissen Regeln abläuft und die Regeln auch vor allem nachzulesen sind. Das ist wichtig, genau, die Regeln müssen nachzulesen sein. Wir hassen Unsicherheiten und soziale Konventionen, die aber nicht nachgeprüft oder die keine Verbindlichkeit in sich tragen sozusagen. Also dass, wenn wir in unserem Verhandlungsmaßstab quasi, empfinden wir das als unorganisiert oder jetzt auch aufs Rechtssystem bezogen, dann ultrakonservativ oder sonst wie was. Es ist einfach aus einer anderen Tradition heraus und die Argumentation ist eine andere und es gibt gewisse Räume, die Rechte gelten natürlich offiziell überall, aber die Rechte gelten nicht in allen Räumen gleich und das ist für einen Außenstehenden zugegebenermaßen ziemlich unübersichtlich und da kann man auch durchaus irritiert sein und sagen, oh Gott, ist jetzt hier überall alles verboten und wo darf ich jetzt mal mein Kopftuch abnehmen oder wo darf ich jetzt mal dies oder jenes machen. Wenn man sich ein bisschen in den Staaten bewegt, dann ist das viel selbstverständlicher, dass man weiß, das sind die Räume, da ist das okay gesellschaftlich und da sind Räume, da ist das okay, auch mal was Kritisches zu sagen und das sind Räume, da ist das nicht so okay. Es ist halt sehr subtil oft und das, wenn man jetzt irgendwie den Klischee-Fußballfan nimmt und sagt, der Klischee-Fußballfan ist nicht die Inkarnation von Subtilität, dann kann man sagen, ja, okay, da gibt es vielleicht ein Problem, aber letzten Endes ist auch da wieder das politische Interesse, dass es klappt. Also insofern wird es jetzt keine Hetzjagd geben auf irgendwelche Praktiken oder weiß ich nicht, es werden jetzt bestimmt keine Richtmikrofone auf die belgischen Fans gerichtet, ob da jemand was gegen die Monarchie gesagt hat. Das glaube ich nicht. Wir versuchen das möglichst reibungslos irgendwie hinzukriegen und was für die Fans sozusagen gilt, gilt mitnichten auch für die Einheimischen, gilt mitnichten auch für die Gastarbeiter. Also jede Gruppe hat letzten Endes ihre eigenen Regeln, wenn auch die Gesetze eigentlich für alle gelten. Aber jede Gruppe hat eigene Räume mit anderen sozialen Konventionen. Und da ist in einigen Räumen absolut in Ordnung, was offiziell verboten ist. Aber man muss es halt wissen. Sie haben es schon angesprochen, es gibt viele Verbote. Ich sehe hier ein paar Weißbiere stehen, ein oder anderen Wein. Also sie hatten schon alle relativ schwer in Katar. Es wird bestimmte Zonen geben, wo sich betrunkene Fans eben ausnüchtern können. Es gibt die Regel oder es wurde gewarnt, dass man besser nur mit seinem Partner schlafen sollte, sonst kann man auch 7 Jahre ins Gefängnis wandern. Was denken Sie denn, wie strikt werden diese Regeln, die für uns erstmal abstrus wirken in unserem Horizont, wie strikt werden die durchgesetzt? Es wird erst dann, also am liebsten würde Katar überhaupt nichts davon durchsetzen, vor allem jetzt nicht während der WM und man muss ja auch sagen, zu diesen, was ja auch häufig zitiert wird, es gibt dieses Homosexualitätsverbot auch in Katar, aber es ist, mein Wissen, ich habe ergiebig recherchiert, es gibt niemanden, der deswegen eingesperrt ist zurzeit. Also es ist so ein Paragraph, der wohl nicht wirklich zur Anwendung kommt zurzeit, vielleicht auch mit Blick auf den internationalen Druck. Aber letzten Endes, bitte nochmal die Frage.
Frage. Es tut mir wirklich leid, meine Konzentration ist immer noch zwischen Bamberg und irgendwie auf der Schnellstrecke. Alles gut, gar kein Problem. Die Frage ist eben, wie sehr diese abstrusen Regeln, beispielsweise, dass man 7 Jahre ins Gefängnis wandern kann, wenn man nicht mit seinem Partner, mit seiner Partnerin schläft, wie sehr werden die durchgezogen? Weil das wäre ja nochmal ein Imageverlust, den sich Katar eigentlich nicht erlauben kann während der WM. Das ist so ein typischer Fall von Räumen. Also wenn Sie in einem internationalen Kettenhotel sind, können Sie an der Bar, wenn Sie bereit sind, das Doppelte oder Dreifache zu bezahlen, auch Ihr Hefeweizen trinken. Und da kräht kein Hahn danach, wen und wie viele Sie auf Ihr Zimmer mitnehmen. Das ist, wenn Sie auf dem Balkon im Ramadan eine Bikini-Shooting machen oder sowas, was von 50.000 Sicherheitskräften gesehen wird, dann wird es schon irgendeine Sanktion geben. Im Zweifelsfall werden sie aus dem Land geworfen. So. Das ist ja sowieso als Ausländer, wenn man was verbricht, dann hat Katar ja auch kein Interesse dran, ausländische Gefangene in sein Gefängnis, was gibt das für schlechte Presse und alles. Also die werden dann im Zweifelsfall einfach rausgeschmissen. Aber das wird keine Lappalie sein, weshalb so ein Fall erscheint. Das ist meine Prognose. Ich weiß es genauso wenig wie Sie, aber Katar wird alles versuchen, die Wogen so flach wie möglich zu halten und keine Exempel zu statuieren und zu sagen, hey, wir sind die Allerstrengsten, weil es ist selbst hier, tut mir leid, da darf ich nur ein abwegiges Beispiel bringen, wenn Sie auf die A9 gucken oder sonst wie, halten sich 80% oder 90% nicht an den Sicherheitsabstand und trotzdem passiert nichts. Und so, wenn Sie jetzt das auf Katar extrapolieren sozusagen, da weiß ich nicht, wenn Sie dann auch eine Dose Bier trinken oder sonst was, da wird da auch nichts passieren, so ungefähr. Es passiert halt manchmal was, wenn Sie es halt übertreiben, wenn Sie halt den Sicherheitsabstand nicht einhalten und es ist Nebel und Sie fahren noch dreimal so schnell, dann kracht so. Und so ist es dann in Katar vielleicht auch ähnlich. So. Wenn Sie dann halt eben nicht nur 2 Freundinnen mit auf Ihr Zimmer nehmen, sondern 20, dann fällt es vielleicht auf und dann gibt es vielleicht ein Problem. Es soll ja aktuell so ein bisschen die Illusion erzeugt werden, dass in Katar jeder willkommen sein wird. Ich habe mal ein Zitat rausgesucht von einem katarischen Mediziner, Nasser Mohammed heißt er, der sich eben geoutet hat, danach geflohen ist aus dem Land und gesagt hat, in Katar versucht man, unsere Existenz zu sensieren. Als schwuler Mann lebt man dort in ständiger Angst. Jeder Tag ist anstrengend. Man muss jeden Schritt des Tages gut planen, um sich nicht aus Versehen selbst zu outen. Damit würde man sein Leben riskieren. Sie haben jetzt eben gesagt, Ihres Wissens nach ist eben keiner, der homosexuell ist, in Haft. Aber wie willkommen, wie sicher ist man denn in Katar? Das macht auch einen ganz großen Unterschied, ob Sie Tourist sind oder Einheimische. Also wenn Sie als Tourist, solange Sie das Land wieder verlassen, sind Sie hochwillkommen. Und solange Sie sich an die Gesetze des Landes halten oder Sie nicht in einer Art und Weise brechen, dass es unmöglich ist, dran vorbeizugucken. Also letzten Endes, es geht ja darum zu sagen, ihr seid alle willkommen und wir von uns aus haben keine Absicht, irgendwelche Moralgesetze durchzubringen. So, es geht. Bitte nochmal die Frage. Es geht eben darum, wie willkommen man wirklich sein wird. Bei dem Thema finde ich es sehr, sehr schwierig. Die Diskussion hier ist tatsächlich nicht Homosexualität in Katar, sondern Homosexualität in der arabischen Welt. Denn da ist Katar einfach kein Spezialfall. Und man muss dazu bedenken, die ganzen Gesetze, die das betrifft, die kommen alle aus der Kolonialzeit, die kommen alle aus Europa. Also deswegen so diejenigen, die am meisten drauf rumhacken, sind die, die das damals eingeführt haben als Kolonialherren. Und es ist jetzt einfach so, wenn Sie können als schwuler Mann oder lesbische Frau in Katar nicht offen leben. Sie können nicht, es gibt aber sehr, 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 sehr viele, leider sehr, sehr, sehr viele Länder auf der Welt, in denen das der Fall ist. Und wir sind in einem Land, wo auch bis vor kurzem es der Bundeskanzlerin immer noch unangenehm war, die Vorstellung, dass 2 Männer heiraten. Insofern, so lange ist das nicht her, dass man auch in einigen europäischen Staaten
Angst hat, offen schwul zu leben. Und das ist, ich glaube, das ist in Ordnung, und darauf aufmerksam zu machen, für die Personen aus dem Land, wie jetzt beispielsweise dieser Arzt. Ich finde aber, dass wir als Westen quasi uns nicht hinstellen können und das einfordern, oder eine Sache, die es, in der EU gibt es noch so viele Staaten, wo es noch keine gleichgeschlechtliche Ehe gibt, wo diskriminiert wird. Ich finde einfach so, man muss, wenn man guckt, wo kommt man her, wo will man hin, wo steht man selbst, kann man vieles kritisieren, aber diese Erwartungshaltung, oder wie viele geoutete Spieler gibt es in der ersten Fußball-Bundesliga? Noch keinen aktiv. Also insofern scheint das ja so komplett angstfrei und Friede, Freude, Eierkuchen hier auch noch nicht zu sein. Das heißt nicht, dass man nicht darüber reden soll, was in Katar los ist. Aber meiner Einschätzung nach ist das eben nicht das größte Thema da. Weil ich einfach denke, es ist einfach ein Thema, wo Katar in diesem Thema eine sehr geringe Rolle spielt. Das ist einfach, das sind gesellschaftlich, das ist tatsächlich auch was, was nicht von der Regierung ausgeht, sondern was auf gesellschaftliche Traditionen basiert, und wo man einfach, Sie haben gesehen, wie lange es in Saudi-Arabien gedauert hat, bis man dieses absurde Autofahrverbot für die Frauen da angegangen ist. Insofern, das dauert sehr, 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 sehr lange oft, bis sich das wandelt. Hier gibt es vielleicht noch ein bisschen Diskussionsbedarf oder Schnittstellen. Ich denke, wo es keine Diskussion gibt, ist eben die Ausbeutung von Gastarbeitern. Es gibt da verschiedene Zahlen. Das Organisationskomitee der WM hat heute selbst nochmal gesagt, es wären nur 3 Gastarbeiter gestorben. Der Guardian, eine sehr renommierte Zeitung, spricht von 6.500. Demzufolge liegt ein System, das Kafala-System, was eben auf die Ausbeutung von Gastarbeitern oder was darauf hinaus wirkt. Vielleicht können Sie ein bisschen das System erklären. Ich würde auch gerne da wieder 2 Stränge aufmachen, mit der Gefahr, dass ich einen dann wieder verliere. Kafala-System ist ja eigentlich erstmal nur, das Kafala-System ist vielleicht Voraussetzung für die Ausbeutung, aber nicht deckungsgleich mit der Ausbeutung. Kafala-System bedeutet einfach nur, dass sie als kleines Land wie Katar, andere Golfstaaten auch, Libanon hat es teilweise auch, im Falle von wirtschaftlichem Aufschwung ganz schnell Arbeitskräfte ins Land holen können. Das läuft nicht über den Staat sozusagen, sondern über einen sogenannten Sponsor, einen Kafil. Und dieser garantiert sozusagen dafür, dass die Personen, die im Land sind, sich an die Gesetze halten und eine Unterkunft haben, Geld verdienen, und wenn der Arbeitsvertrag zu Ende ist, dass sie auch wieder das Land verlassen. Der ist dann auch verpflichtet, den Rückflug zu bezahlen, dieser Sponsor. So, das ist ein System, was einfach dazu gedacht ist, okay, wir sind ein winziges Land, wir brauchen Gastarbeiter ganz dringend, ganz viele, aber wer weiß, ob wir die in 2 oder 3 Jahren immer noch brauchen. Und vor allem wollen wir nicht, dass sie so lange da bei uns bleiben, denn dann entstehen Ansprüche, genau. Und dann muss man im Endeffekt vielleicht doch noch über Staatsbürgerschaftsreform nachdenken, und das wird dann sehr teuer. Das wird dann sehr teuer, wenn man eben dann die Gaseinnahmen nicht mehr durch 300.000 teilt, sondern durch 3 Millionen. Das merkt man dann schon spürbar. So, und das ist sozusagen das System, und innerhalb dieses Systems gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten zur Ausbeutung, weil das eben nicht durch und durch staatlich kontrolliert ist, weil letzten Endes, was dieser Kafil, der Sponsor, mit den Arbeitnehmern macht, das war in der Vergangenheit eben mehr oder weniger unkontrolliert. Und es war schon seit sehr langer Zeit verboten, die Pässe einzukassieren. Also das machen dann gerne das sind auch manchmal mit die Arbeitgeber dann sozusagen, die dann als Sponsoren auftreten, oder irgendwelche Mittelsleute, die mit denen unter einer Decke stecken, dass die Pässe eben eingezogen werden und damit letzten Endes die Arbeitnehmer ihrer Bewegungsfreiheit und komplett beraubt werden. Und da haben wir dann natürlich auch das Stichwort Sklaverei, was dann eben angeführt wurde. So von der Grundkonstellation her ist Sklaverei eine Leibeigenschaft. Da kann man sagen, das ist keine Sklaverei. Die Menschen sind alle aus freien Stücken in das Land gekommen. Es wurde da keiner hin verschleppt. Und es gibt auch sehr viele, die gutes Geld da verdienen. Sehr hart arbeiten, aber auch sehr gutes Geld da verdienen und wieder in die Heimat gehen und gemachte Männer und Frauen sind. Das gibt es durchaus auch. Also das darf man nicht vergessen, das ist jetzt nicht so ein
Höllenschlund, wo einfach immer irgendwelche neuen Opfer angelockt werden und die stürzen da rein, sondern das ist halt einfach ein System, was einfach einen sehr hohen Umschlag hat und sehr viele Menschen braucht, in Anführungsstrichen, und ein leider zu großer Prozentsatz von denen gerät dann sozusagen zwischen die Zahnräder. Und das ist dann halt auch nochmal die Frage mit den vielen Unfällen und vielen Toten ist natürlich auch eine Frage des Arbeitsschutzes und aber auch ein bisschen der Qualifikation und der Ausbildung. Also wenn ich mir anschaue, Sie haben jetzt, Sie können natürlich dann argumentieren, rückblickend, man hätte dann die WM gar nicht erst machen dürfen, man hätte das gar nicht erst annehmen dürfen, wenn man weiß, dass man nicht nach den Standards bauen kann, die wir jetzt hier anlegen sozusagen. Ich weiß nicht, wie die Stadien in Russland gebaut wurden, ich weiß nicht, wie die Stadien in China gebaut werden und ich habe auch mal nachgeguckt, auch in Deutschland sterben jedes Jahr eine dreistellige Zahl auf dem Bau. Das ist einfach ein gefährlicher Job. So, nicht zigtausende, das ist schon ein sehr großer Unterschied. Aber man müsste, ich glaube, um die Zahlen zu vergleichen oder vergleichbar zu machen, müsste man eher schauen, wie viele Menschen kommen zu Schaden auf Baustellen in den Ländern, wo die meisten Bauarbeiter herkommen. Denn das sind auch die Firmen, die das betreiben oder die Arbeitnehmer dahin vermitteln, sind ja letzten Endes auch verantwortlich für die Ausbildung. Und wenn Sie letzten Endes, also wenn Sie irgendeinen Arte-Themenabend gucken und so weiter, dann sehen Sie, dass in sehr vielen Ländern dieser Welt Arbeitsschutz nicht den gleichen Stellenwert und die gleiche Vervollkommnung genießt, wie das hier in Teilen Deutschlands der Fall ist. Und da einfach nochmal so ein bisschen zu differenzieren, die Erwartungshaltung an Katar, ist das besser zu regulieren, das machen sie, zu langsam, kann man alles argumentieren, aber letzten Endes, wie hätte man, also man hätte letzten Endes, sonst hätte die WM nicht stattfinden können. Also sie haben letzten Endes, wenn sie mit diesem Gastarbeiter, Pool quasi sagen, sie wollen die und die Gebäude, sie haben die und die Deadline und so weiter, dann haben sie einfach ein System, ein Wirtschaftssystem und das ist einfach vielleicht mit nicht ausreichend Arbeitsschutz versehen und in diesem System wird das dann gebaut und mit allen Risiken und allen Opfern quasi, die damit dazugehören, ne, die damit einhergehen. Und muss man nicht gut finden, muss man dann aber auch, finde ich, überlegen, ist das dann okay, wenn deutsche Unternehmen dann die U-Bahn bauen in Doha und so weiter, ist das dann okay, wenn auf den Baustellen so viele Leute sterben und ist es nicht okay, wenn das andere Bauträger sind, auf einer Hochtiefbaustelle oder was? Also es ist ja, sagen wir mal so, ich finde es sehr leicht, das zu kritisieren, aber schwer daraus eine Konsequenz zu ziehen, die nicht radikal ist. Also das ist einfach mein, ich sehe das als sehr tragisch und traurig und fürchterlich. Ich denke nur, dass es nicht eine politische Entscheidung von Katar ist und es sind sozusagen weltpolitische Anpassungsschwierigkeiten. Ja, Sie haben das Stichwort Sklaverei schon genannt. Vor einigen Wochen waren drei Gastarbeiter, unter anderem auch hier in München, die jahrelang in Katar gearbeitet haben oder sogar immer noch arbeiten. Sie haben eben sehr eindrücklich erzählt, auch Bilder gezeigt von ihrem Leben dort. Teilweise 7 Monate kein Gehalt bekommen, Überstunden in der Hitze. Man isst mit 100, teilt man sich eine Küche. Man kann seine Lebensmittel nicht kühlen. Es gibt einer, der erzählt hat, dass sein Zimmergenosse abends eingeschlafen ist und morgens nicht mehr aufgewacht ist. Da fragt man sich ja, der Emir kann sich das sicher leisten, den Gastarbeitern den Mindestlohn zu bezahlen und kann sich danach auch noch seine Semmel kaufen. Warum gibt es denn diese Struktur noch nicht? Ja, es gibt ja, Katar ist das einzige Land, das einen Mindestlohn hat und sogar einen signifikanten. Aber es geht einfach nicht von heute auf morgen. Wenn Sie brauchen sehr viel, das sind Infrastrukturen, die ja über die letzten 10, 15, 20 Jahre aufgebaut wurden. Wenn Sie als Land wie Katar, in dieser Fläche wie Katar, wo wir uns schon wundern, wie das klappt mit den Stadien und der ganzen Infrastruktur, die es für die WM braucht,
es ist ja auch hochgradig dezentralisiert. Das sind ja alles einzelne Baufirmen, die das dann wiederum kontrollieren. Das ist ja nicht so, dass der Emir sagt, es gibt eine staatliche Baufirma oder eine staatliche Bauaufsicht. Das ist ja gerade wieder das Kafala-System, dass man sagt, man lagert das so gut es geht aus, weil eben der Verwaltungsapparat sehr dünn ist. Und diese Selbstverwaltung, kann man jetzt feststellen, hat halt zu schrecklichen Kollateralschäden geführt. Der Weg ist ja letzten Endes, der beschritten wird, der ja auch durch das Büro der ILO vor Ort, International Law, also Internationale Arbeitsorganisation, haben ja seit 2018 ein Büro vor Ort, um die Zustände vor Ort zu beobachten, dass es einfach in die Richtung geht, dass es einfach engmaschigere Kontrolle, engmaschigere Überwachung und Angleich an die internationalen Standards. Ich erwarte einfach nicht einen Cut oder eine Entscheidung und dann ist es so und so, als wir hier die Corona-Geschichten hatten, hatten wir ja auch immer wieder solche Einzelfälle mit, was war das, mit Tönnies oder so, also oder die ganzen LKW-Fahrer aus Osteuropa, die wochenlang ohne Versorgung hier mit den Kleinlasten unterwegs fahren. Und da gibt es auch ganz viele Ausbeutungsmodelle und das braucht einfach ein bisschen Zeit und mit der Druck hilft, das zu beschleunigen. Aber ansonsten glaube ich, dass das Zeit braucht, um sich sozusagen anzupassen, wenn man weiterhin mit entsprechend dem Westen Geschäfte machen möchte und es dem Westen nicht dann doch egal ist nach der WM. Ja, Sie haben es gerade schon angeschnitten, dann vielleicht die entscheidende Frage zum Abschluss, die hier sicherlich auch viele interessiert. Das Hauptargument zum Beispiel von Uli Hoeneß vom FC Bayern ist ja, wir sind dort, wir reden mit Katar, es wird alles besser, es gibt Reformen. Die Gastarbeiter, mit denen ich mich getroffen habe, haben gesagt, sie haben jetzt von den Reformen nicht allzu viel gespürt in den 10 Jahren. Wo liegt denn da die Wahrheit? Verbessert die WM in Katar was? Oder läuft so wie bei Olympia in Peking, dass vielleicht nachher sogar noch alles schlimmer ist im Land? Also ich glaube, Peking und Doha brauchen wir nicht zu vergleichen von der politischen Dynamik her. Also ich glaube, da brauchen wir uns diesbezüglich keine Sorgen zu machen. Am Ende, denke ich, würde ich die Frage einfach noch größer machen eigentlich. Also so wie möchte man interagieren? Mein Anspruch wäre oder mein Wunsch wäre quasi, dass man ein bisschen mehr intellektuelle Ehrlichkeit quasi an den Tag legt und damit einfach auch mehr kognitive Dissonanz zulässt. Also dass einfach in unseren Erwartungen so viele Widersprüche auch drinstecken, dass die, wenn die alle erfüllt werden, gäbe es genauso viel Kritik so ungefähr. Also es ist, wir entscheiden jeden Tag, alle Ressorts entscheiden jeden Tag aufs Neue, dass wir kooperieren möchten und dass es uns eigentlich nicht so wirklich stört. Und nur für den Zeitpunkt der WM gibt es jetzt nur ein Kritikfenster, wo im Prinzip nochmal viel geäußert werden kann. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht der allergrößte Fan von Uli Hoeneß in seiner Funktion als Diplomat. Allerdings, die Wahrheit liegt dazwischen, würde ich sagen, beziehungsweise es gibt ja nicht eine Wahrheit, es ist die Wahrheit der Gastarbeiter, die nichts von den Reformen mitbekommen haben, ist genauso valide wie die Wahrheit der ILO, die sagt, es tut sich was, aber zu langsam, und die Wahrheit von Uli Hoeneß. Ist es eine philosophische Frage oder ist es eine Glaubensfrage, Wandel, also Wandel durch Annäherung? Am Ende glaube ich, so habe ich es ja auch, glaube ich, ins Buch am Ende reingeschrieben, sehe ich das ein bisschen vielleicht zu nüchtern, aber lieber zu nüchtern und danach positiv überrascht. Ich glaube einfach, der kleinste gemeinsame Nenner ist einfach der Profit, ist einfach Wirtschaftswachstum, und das ist eine Kooperationsebene, auf der wir in der Vergangenheit
zusammengearbeitet haben, und das wird in der Zukunft im Zweifelsfall noch viel stärker werden. Und ich würde mir wünschen, dass die anderen Themen dabei ansatzweise so eine Rolle spielen, wie sie das heute tun. Lieber, ich glaube einfach, dass man durch Zusammenarbeit in dieser Form mehr erreichen kann als durch eine Maximalkritik sozusagen und Verstoß und Boykott. Glaube ich schon, aber das ist dann irgendwo auch nicht empirisch belegbar. Also da muss dann auch jeder seinen eigenen Weg damit finden, ob man sich, wo man sich wohlfühlt, wie man sich wohlfühlt. Und ich finde, man kann jede Entscheidung rechtfertigen. Ich würde einfach, mein Wunsch wäre quasi, dass man dabei ehrlich zu sich ist, dass man sagt, man entscheidet es, auch wenn man weiß von sich selbst, dass man am nächsten Tag anders denkt oder sich, also dass man nicht die Heizung 2 Grad kälter drehen würde und auf katarisches Gas verzichten, nur um der moralischen Selbstzufriedenheit willen, so dass man einfach das, kann man machen, verurteile ich auch überhaupt nicht, aber dass es einem einfach bewusst ist, dass es nicht so schwarz und weiß ist und Katar nicht alles Böse und wir alles Gute, sondern alles von allem etwas. Ja, der Chef sitzt schon auf der Treppe, das ist meistens ein Zeichen dafür, dass die Zeit abgelaufen ist. Dann bedanke ich mich nochmal herzlich bei Ihnen, Herr Fromm, für die Einblicke, die Sie gegeben haben. Darf nochmal auf den Bücherstapel hinweisen, und Herr Fromm steht sicherlich auch für die ein oder andere Nachfrage gerne noch zur Verfügung. Dann übergebe ich wieder an den Gastgeber. Ja, bevor Sie alle das Buch kaufen, dürfen Sie jetzt noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Ich fand diesen Impuls ganz gut zu fragen, wer wird denn die WM anschauen? Ich habe auch gezuckt. Aber dadurch, dass es nicht ganz die Hälfte war in meiner Wahrnehmung, müssten ja ein paar Menschen hier anwesend auch weniger Verständnis mit der Position von Herrn Fromm haben. Insofern trauen Sie sich. Lassen Sie uns kontrovers diskutieren. Wer ist der Erste? Ja. Ich behalte das Mikro aus mehreren Gründen. Okay. Nicht wegen Zensur wie in Katar. Das ist beruhigend. Ich würde gerne von Ihnen ein bisschen mehr hören über Ihre Recherchemethoden. Katar ist kein offenes Land, es gibt keine freie Presse. Erzählen Sie uns doch mal, wie Sie eigentlich Zugang bekommen haben. Wen haben Sie interviewt, bis hinein in welche politische Ebene? Wie stark hat man versucht, da Einfluss zu nehmen? Danke. Das ist vielleicht eine unbefriedigende Antwort, aber tatsächlich, es ist kein investigatives Buch. Das Buch hat nicht den Ziel besonders, ich finde, man kann das auf 2 Ebenen analysieren. Ich mache es mehr auf einer systemischen Ebene, auch weil da meine Expertise liegt. Ich habe angefangen als Politikwissenschaftler und bin auf Katar gekommen, weil ich mir das Land im Kontext angeguckt habe und eben die katarische Außenpolitik analysiert habe. Und dafür habe ich schon für meine Promotion Interviews mit Außenpolitikern geführt und so weiter. Für dieses Buch jetzt brauche ich keine katarische Regierungserklärung quasi. Es ist letzten Endes... Es ist kein Enthüllungsbuch, kein Feldforschungsbuch. Es geht eher darum, es ist wesentlich weniger, in meinen Augen mindestens so wichtig, aber wesentlich weniger glamourös, wenn Sie einfach 20, 30, 40 Statistiken nebeneinander legen und sagen, welcher glauben Sie jetzt? Und es ging eher darum zu sagen, ich habe festgestellt, selbst die Wikipedia-Artikel in deutscher Sprache waren gespickt einfach mit falschen Informationen. Und einfach mal die Informationen gerade zu ziehen, war schon eine sehr große Recherchearbeit, ehrlich gesagt. Weil es einfach Daten gibt, aber vertrauenswürdige Daten, haben Sie schon richtig erkannt, die Statistik ist nicht so entwickelt. Und es ist wirklich, aber ich habe keine Interviews mit Regierungsvertretern geführt, katarischen. Ich war vor Ort und habe Interviews geführt, aber die, sagen wir mal so, das ist nicht das Kernstück des Buches, sondern es ging eher für mich darum, dass ich nicht auf dem falschen Dampfer bin. Es geht eher darum, dass ich meine Analyse mache, meine strukturelle Analyse, und das dann gegen
gegenprüfe, sozusagen in einer Probe, ob das sozusagen vor Ort hält, was ich da analysiert habe. Aber letzten Endes ist das im Gegenteil für die Analyse, wie ich sie gemacht habe, sogar hilfreich, ein bisschen Abstand zu haben. Okay, dann gebe ich das Wort dem nächsten Fragesteller. Erstmal vielen Dank für die Sachinformationen. Ich glaube, da hat es mir ein bisschen gemangelt. Bin ich auch gespannt auf Ihr Buch. Ich habe den Eindruck, Katar ist ein bisschen Projektionsfläche. Also ich bin immer noch kein Fan von Katar, ein bisschen vielleicht schon, weil zum Beispiel strategisch macht die Regierung da ja vieles richtig. Hätte ich von unserer Regierung die letzten 10 Jahre gewünscht, mal 10 Jahre nach vorne zu gucken oder vielleicht sogar 20. Also man könnte vielleicht was von lernen. Und dann finde ich es sehr zwiespältig, unser Verhalten. Also wir schimpfen jetzt auf Katar, also ich finde, man könnte auch über Bayern München unsäglich auch über die FIFA diskutieren. Aber am meisten eigentlich über vielleicht unser Verhalten. Was ist denn ein Beitrag, das zu verändern? Katar ist es gegessen, aber sage ich mal, für die nächsten Ausrichtungen von irgendwelchen Spielen, für Dinge, also Mindestlohn haben wir auch hier noch vor 1-2 Jahren ziemlich intensiv diskutiert. Und vielleicht auch nochmal, sich für Werte einzusetzen. Also wir projizieren das alles auf Katar, aber das kann man ja auch übertragen. Und ich frage mich immer, auch im Freundesbekanntenkreis oder für mich, was kann ich beitragen, wenn es auch nur ein symbolischer Beitrag ist? Und als Beispiel, ja, meine, wenn ich jetzt dagegen bin, dass die WM da ausgetragen wird oder in ein paar Jahren auch in anderen so komischen Orten, die ich nicht in Ordnung finde, dann lasse ich den Fernseher aus. Also vielleicht nochmal die Frage. Also ich bin Fußballfan, nicht extrem, aber ich will mir eine WM angucken, aber ich werde sie definitiv nicht eine Minute angucken. Und wer von Ihnen ist Fußballfan und wird einfach konsequent definitiv keine Minute Fernsehen gucken? Wer macht das? Also nochmal die Frage, das ist eine schöne Frage, die ich nochmal aufgreife. Also vorher Ihre Frage, Herr Schmitz, war welche? Wer hat vor, sich die WM im Fernsehen anzuschauen? Das war am Anfang der Diskussion. Stellen wir sie einfach vielleicht am Ende nach allen Fragen nochmal. Und dann zählen wir durch. Die nächste Frage. Genau. Also ich kann nicht ganz nachvollziehen, diese Argumentationsstruktur, die man ja sehr oft bei Katar-Diskussionen hört, dass es dann so immer heißt, naja, wir sollen doch irgendwie mal bei uns erstmal so anfangen und früher war es ja bei uns auch nicht so gut. Also da möchte ich schon vehement Einspruch erheben, dass also selbst vor 50 Jahren, wenn sich jemand aus der LGBTQ-Szene irgendwie geoutet hat, dann ist man jetzt nicht ins Gefängnis gekommen oder auch Arbeitsbedingungen. Der Sigmar Gabriel hat auch jetzt neulich in einer Talkrunde gesagt, naja, da müssen Sie halt mal die Gastarbeiter bei uns in den 60er, 70er Jahren anschauen. Also ich habe eine Zahl, beim Bau des Olympiastadions sind 9 Menschen ums Leben gekommen und da möchte ich nochmal auf diese Zahl von 6.500 zu sprechen kommen. Also ich weiß, dass die schwer zu überprüfen ist, aber gut, der Guardian hat es ja eigentlich so ganz transparent nachgezeichnet, dass man das rückermittelt hat über diese Familien, die da betroffen waren, und diese 6.500, also das ist doppelt so viel wie bei 9/11, mehr wie Soldaten im Afghanistan-Krieg gefallen sind, also das ist eine enorm hohe Zahl, also man sagt eigentlich ab 1.000 Toten ist Kriegszustand, also wenn man jetzt wirklich, und da muss ich jetzt schon sagen, wäre selbst vor 50 Jahren beim Bau des Olympiaparks 6.500 Tote gewesen, da hätte es bei uns jetzt schon einen Aufschrei gegeben, deswegen finde ich jetzt immer diese Vergleiche. Also Vorsicht, auch bei den Menschenrechten, es ist bei uns nicht alles super, das stimmt, aber ich habe zumindest schon die Möglichkeit, und das zeichnet ja unser demokratisches System aus, gewisse Justiz und so weiter in Gang zu setzen. Also das ist schon bei Katar so, da herrscht ja auch noch die Todesstrafe, auch für Glaubensaustritt und so weiter, und das darf man jetzt, Punkt 1, genau. Und Punkt 2, was ich auch eigentlich nicht richtig finde, ist, wenn man sozusagen immer diese politischen Aktionen mit dem Sport vergleicht. Also ich denke, es ist schon ein Unterschied, ob jetzt die USA Katar benutzen als Hauptstützpunkt in der Region oder ob man vielleicht wirtschaftlich in den Austausch tritt, weil das ist ja auch enorm wichtig, dass die Welt an sich funktioniert unter bestimmten Umständen, sage ich jetzt mal. Aber ich denke, es ist ein Riesenunterschied,
ob sozusagen der Sport, der sich ja das auf die Fahnen schreibt, andere Werte auch zu vertreten, ob der dieses System dann sich zu eigen macht und da mitspielt. Natürlich ist das Problem beim Sport heute, Sie haben zwar mal gesagt, Familienverein FC Bayern, da darf man jetzt ja auch nicht vergessen, ist ja eine AG mit 1200 Mitarbeitern, mittelständischer Betrieb. Warum machen die das? Weil sie in dem Punkt natürlich betriebswirtschaftlich denken und wie ein Unternehmen auftreten und nicht wie ein Familienverein. Und dadurch vermischen sich hier diese Werte, die ja dann die Fans auch zu Recht eben dann aufregt. Aber jedenfalls würde ich sagen, also für mich jedenfalls würde ich da andere Maßstäbe anlegen, wenn ich über den Sport spreche, und da muss sich die FIFA, finde ich, schon diese Fragen gefallen lassen und dann nicht sagen, naja, VW oder was weiß ich, macht das ja auch, also können wir das auch. Das ist schon ein Unterschied. Und nochmal zum allerletzten, denke ich schon, also dieses, da bin ich jetzt auch kein Fan von Herrn Hoeneß, zu sagen, wir fahren dahin und dann verändern wir was. Also das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen europäische Blauäugigkeit mit autokratischen Systemen, das ist denen total egal. Also wenn da auch die Frauenmannschaft irgendwie in kurzen Hosen rumrennt, die reisen wieder ab und deswegen wird da keine katarische Frau irgendwie mehr Freiheiten bekommen. Also da geht es wirklich um strukturelle Veränderungen und die geschehen auf ganz andere Art und Weise. Also ich kenne auch kein Land, also Sie haben es ja selber genannt, China, Russland ist jetzt im Krieg. Wo haben sich irgendwelche Werte verändert? Moskau 1980, das ist also aus sporthistorischer Sicht, gibt es kein einziges Beispiel, das das belegt. Danke erstmal. Darf ich? Sonst ist mein Zettel voll. Also ich distanziere mich in keiner Form von der Kritik und von der Bedeutung der Kritik und von der Unausweichlichkeit sozusagen. Was mich stört, ist der moralische Zeigefinger, weil ich glaube, dass wir trotzdem sehr schlecht positioniert sind, um diese Kritik zu üben. Weil wir trotzdem noch wir sind jetzt nicht die Briten, die das kolonisiert haben, aber letzten Endes, wir sind der Westen, der die Region kolonisiert hat, der die Region zu dem gemacht hat, was sie ist und der die Regeln erfunden hat für FIFA, für alles Mögliche. Was mich daran außerdem stört, ist das meinte ich eben mit dieser Ehrlichkeit und dieser konsequenten Inkonsequenz, dass man eben sagt, es ist uns jetzt gerade, weil es uns nichts kostet, kritisieren wir jetzt gerade Katar, aber es ist uns letzten Endes morgen wieder egal. Und klar, ein bisschen hat VW jetzt auch abbekommen, aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie existenziell unsere Automobilindustrie auf Gelingen des chinesischen Marktes sozusagen angewiesen ist, da ist das doch nur ein Blitzableiter, da ist das doch wirklich, dann finde ich das einfach nicht aufrichtig quasi von uns als Kollektiv, wenn wir uns jetzt so ereifern und Katar, was sicherlich sehr kritisierenswürdig für vieles ist, absolut, aber ich denke, sind wir nicht diejenigen, die diese Kritik als Staat vor allem nicht, als Amnesty International, als deutsche NGO meinetwegen, als Privatperson, wenn man sich engagiert, auch okay, aber als Kollektiv zu sagen, wir boykottieren die WM, weil die Menschenrechte da nicht gut sind, kaufen uns aber morgen wieder einen Porsche oder einen VW, der nur deswegen 500 Euro billiger ist, weil, weiß ich nicht, in China sonst wie was produziert wird, da habe ich mein Problem damit. Das ist diese Ausnahmesituation, dass Katar leider die Ausnahme und nicht die Regel ist von unserem Diskurs. Da komme ich nämlich nochmal auf Sie zurück. Ich beobachte einfach als Außenpolitikwissenschaftler sozusagen, wenn jemand werteorientierte Außenpolitik sagt, dann bekomme ich immer schon, bin ich immer angespannt, sagen wir so, weil es ist einfach... ja, dann muss ich noch höher in die Theorie und sage, okay, ja, wertegesteuerte Außenpolitik, aber Werte und Normen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eben halt nicht verbindlich sind und immer wieder gebrochen werden und deswegen aber trotzdem existieren. Also Menschenrechte sind eine wichtige Norm, sie existieren, auch wenn sie jeden Tag gebrochen werden. Und trotzdem deswegen sind sie nicht unwichtig, sie sind da, auch wenn sie gebrochen werden. Und so ähnlich ist es mit der werteorientierten Außenpolitik. Wir haben eine werteorientierte Außenpolitik, das steht irgendwo, es steht auch in jedem Weißbuch, es steht auch in jedem Dokument, einmal in der Präambel.
Wenn man sich dann das Kleingedruckte durchliest, ist es de facto überhaupt keine werteorientierte Außenpolitik. Und ob das was Schlechtes ist, das ist eben eine große Diskussion, weil Sie haben das ja selber eben auch gesagt, es ist so, das ist dann wirklich eine sehr große Diskussion, sind wir im Krisenmodus, wollen wir einfach, dass die Welt weiter so halbwegs funktioniert und wenn halt zwischendurch Katastrophen passieren, in welcher Form auch immer, dann ist das halt okay, oder wollen wir sozusagen das nicht akzeptieren, dass es so weitergeht und wollen eine andere Welt mit Klimawandel und mit allem. Aber um das wirklich zu machen, müssten wir so konsequent sein, dass wir in dieser Form, wie wir hier heute allesamt selbstbewusst, selbstgerecht, selbstvergnügt hier sitzen, das geht dann eigentlich nicht mehr. Da müssen wir einfach auf unseren Intellekt, vor allem intellektuellen Komfort verzichten, weil wir uns dann vor Augen führen müssen, wie oft wir uns außenpolitisch und auch in anderen Feldern jeden Tag kollektiv die Hände blutig machen. Wir werden nachher nochmal abstimmen. Ich wünsche mir, dass weniger sozusagen vorm Fernseher sitzen werden. Wir werden es daran messen. Ja, ich würde was ganz anderes. Ach so, ja, vielen Dank. Eine Frage. Sie haben ja sehr schön dargestellt, dass die zunehmende Rolle von Katar in der Weltpolitik und in der Weltwirtschaft. Und haben auch, ich habe zu meiner Freude gehört, dass Katar in Afghanistan die Bundesrepublik vertritt. Ich als ärztliche Mitarbeiterin von Kap Anamur und immer wieder in Afghanistan, wir sind auch jetzt in diesen schwierigen Verhältnissen dort tätig, höre zum ersten Mal, würden Sie mir bitte etwas näher erläutern, wo und welche Rolle Katar oder wie sie die Bundesrepublik in Afghanistan vertritt? Darf ich noch die letzte Abschlussfrage von Herrn Magid in die Runde werfen und dann binden Sie das alles zusammen. Ist das in Ordnung, Herr Fromm? Also ich finde es sehr richtig, dass Sie auf die moralisierende Dimension und die Scheinheiligkeit auch hinweisen, wenn wir andere Länder und autoritärere Systeme kritisieren. Trotzdem glaube ich, muss man das, was man kritisieren muss, auch so aussprechen, wie es ist. Und ich habe auch die Hand gehoben, ich schaue mir die Spiele an, weil ich kein schönes Fußballspiel versäumen will. Aber die Wahrheit ist doch auch, die WM hätte niemals an Katar vergeben werden dürfen. Erstens wegen der Umstände, das hat jetzt mit Katar nur zum Teil zu tun, erstens wegen der Umstände, weil eine solche Entscheidung nur unter Korruptionsbedingungen erfolgen kann, aber auch bezogen auf Katar, erstens deswegen, weil die Spiele in Katar eine ökologische Katastrophe sind und unverantwortlich. Man baut 7 neue Stadien in der Wüste, die zum Teil danach wieder abgerissen werden, einschließlich Autobahnanbindungen und allem drum und dran. Meines Wissens gibt es in Katar nur 30.000 Hotelbetten. Das heißt, die Zuschauer, die da kommen werden, wenn sie denn kommen, fliegen auch noch ein in die Spiele. Also eine ökologische Bilanz dieser Weltmeisterschaft, glaube ich, sowas hat es noch nie gegeben bei anderen Ländern, wo ja eine Fußballinfrastruktur in der Regel da ist. Und das Zweite, was man auch einfach sagen muss, bei allem Verständnis, Katar ist ein Unrechtsstaat. Das hindert uns ja nicht und darf uns und soll uns auch nicht hindern, wirtschaftliche Beziehungen zu unterhalten und die diplomatische vermittelnde Rolle Katars auch zu würdigen. Aber mit der WM hebt man Katar in eine, Sie haben es selber gesagt, in die Liste der Ausdauer, hebt man sie auf die Ebene von England und Frankreich und Deutschland und südamerikanischen Staaten. Und das ist ein diplomatischer Erfolg Katars, den hätte man sich schon genauer überlegen müssen, denn auch andere Golfstaaten sind ja kritisch Katar gegenüber. Das Thema Terrorfinanzierung haben sie ausgespart,
Aber auch das ist natürlich ein Punkt. Danke. Stichwort Finanzierung der Muslimbrüder. Sie haben jetzt 6 Minuten, Herr Fromm. Das reicht nicht. Das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht. Also, ich würde erst mit dem Herrn anfangen, wenn das in Ordnung ist, und dann nochmal kurz zu Afghanistan kommen. Also wir haben es nicht zugelassen, dass die Katar diese WM bekommen hat. Wir haben sie dann nicht hingehoben, das haben sie selber irgendwie geschafft. Wie und so. So sollte keine WM vergeben werden, so sollte generell keine WM vergeben werden. So, da sind wir uns ja auch einig. Einen kleinen Gedanken habe ich schon zu dem Statement, die WM hätte nie nach Katar vergeben werden dürfen, weil ich darin tatsächlich auch das Fünkchen Positive beerdigt sehe, was es in meinen Augen durchaus gibt. Nämlich, dass es das erste Mal eine WM in einem arabischen Land, und die arabische Welt ist sehr fußballbegeistert, verfolgt, wie bitte? Naja, welches arabische Land außer den Golfstaaten wäre in Ihren Augen imstande, sowas auszurichten? Und ist ein Rechtsstaat? Ist ein Rechtsstaat? Also deswegen, gibt es in Marokko die Todesstrafe? Also das müsste man sehr detailliert nachprüfen. Sie haben es nach Kriterien bekommen, die Sie nicht selber festgelegt haben. So, Stichwort Muslimbrüderschaft, das ist ein Exkurs in meinem Buch, da habe ich ein ganz großes Problem damit, weil ich die Muslimbrüderschaft, die ist sozusagen der Vorgänger von Katar als Buhmann-Konzept quasi. Und deswegen, gerade auch wenn Staaten wie die Emirate, die in der eigenen Opposition Probleme mit Muslimbrüdern haben, dass die dann sagen, das sind Terroristen, dann würde ich der Argumentation nicht unbedingt folgen. Wer in Ägypten ist, ist man schnell ein Terrorist, wenn man in der Opposition ist. Und ganz viele von denen, die als Terroristen von Katar eben Auslieferung gefordert wurde und so weiter, Youssef al-Qaradawi, der jetzt ja verstorben ist und so, ja, radikaler Fernsehprediger, ja, aber Terrorist. So, es ist deswegen, und die Rolle der Muslimbrüderschaft, finde ich, ist sowieso nochmal eine ganz eigene Diskussion, da müsste man nochmal eine eigene Veranstaltung zu machen drüber, weil man da ja auch sehr geteilter Meinung sein kann, weil letzten Endes, wenn man die Muslimbrüderschaft nicht mehr als Ansprechpartner akzeptiert, dann akzeptiert man ja nur noch die autoritären Regime. Das ist ja eigentlich die einzige basisdemokratische, genuin arabische Bewegung, die letzten Endes ja gegen die autoritären Regime kämpft und tatsächlich für eine Annahme der Modernität und eine Kombination quasi von Glauben und Moderne. Und wenn man das jetzt als Terrorismus sofort verteufelt, dann verteufelt man automatisch damit oft mit, ist auch, glaube ich, intendiert, politischer Islam insgesamt und eigentlich gerne Islam insgesamt, wenn wir schon dabei sind. Das will ich Ihnen jetzt auf gar keinen Fall unterstellen. Das ist so weshalb ich so zurückhaltend bin und weshalb ich mich auch so über diese Terrorvorwürfe oft geärgert habe. Da habe ich tatsächlich sehr viel recherchiert, sehr, sehr viel gelesen, nicht vor Ort die Terrorvorwürfe recherchiert, sonst wäre ich vielleicht jetzt nicht hier, ich weiß es nicht. Ich habe nichts gefunden. Es gibt sehr viel Finanzierung, es gibt sehr, sehr viel Finanzierung auch von islamischen Vereinen. Das ist alles offen und also alles, was vom Staat Katar ausgeht. Ich lege meine Hand nicht ins Feuer für irgendwelche katarische Staatsbürger, die was auch immer die machen. Aber der Staat Katar fördert Moscheevereine, die akkreditiert sind und die letzten Endes sozusagen also hier auch etabliert sind, die trotzdem in der Kritik sind. Trotzdem, es ist ja eine riesen gesellschaftliche Debatte, ob wir hier überhaupt sichtbare Moscheebauten haben wollen und so weiter. Deswegen, es sieht jetzt so aus, als geht es auf ein anderes Gleis, aber es ist mir insofern gar nicht so unrecht, weil ich denke, es hat ein bisschen was damit halt auch zu tun, mit der Art und Weise, wie die Diskussion geführt wird, dass ohne dass man
dass man Rassist sein muss oder ohne, dass man islamophob sein muss, aber es ist einfach was Fremdes. Es ist einfach eine Region und ein Land, was man wirklich nur eigentlich jetzt nur aus der kritischen Medienberichterstattung kennt und vielleicht trotzdem noch nicht mal weiß, wo es liegt. Und da finde ich das dann einfach schwierig. Aber ansonsten kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, was Sie sagen. Afghanistan ist nicht vergessen. Also als die Taliban quasi die Hauptstadt auch zurückerobert haben und es dann auf einmal sehr schnell gehen musste, waren die Kataris natürlich im Vorteil, weil sie ja seit 2018, glaube ich, dieses Verbindungsbüro im Land hatten. Also es war im Prinzip das einzige Land der Welt, was mit den Taliban gesprochen hat, offiziell. Und dadurch hatten sie natürlich danach auch deutlich entspanntere Verhältnisse im Land. Und als dann die Amerikaner ihre Botschaft zugemacht haben, es ist ja oft so, wenn ich weiß nicht, wie die Reihenfolge war, in welcher Reihenfolge die Botschaften geschlossen wurden, aber es ist ja oft so, wenn sie ein Land haben, was eine Botschaft schließt aus politischen Gründen oder so, dann kooperiert ja man ja mit einem befreundeten Land, was dann eben dann die Betreuung, konsularische Betreuung der Bürger und so weiter übernimmt. Ich kenne das sehr viel aus Luxemburg, weil die ja sehr viel darauf angewiesen sind, weil sie nicht so viele Botschaften haben. Ja, und so ähnlich sind dann eben die Aufträge der Repräsentation sozusagen immer mehr auf Katar übergegangen, weil einfach keine anderen Botschaften übrig geblieben sind. Also repräsentiert Katar jetzt de facto die ganze westliche Welt? Und das finde ich tatsächlich dann eben auch, da habe ich jetzt Bauchschmerzen, weil ich finde, da bräuchten wir durchaus vielleicht auch einen eigenen Informationskanal und so weiter. Das ist eine sehr weite Aufgabe der diplomatischen Befugnisse, ja. In Afghanistan, in Kabul. Und ich glaube, die Friedensverhandlungen mit den Taliban sind ja auch in Doha haben die stattgefunden, glaube ich. Friedensverhandlungen haben in Doha stattgefunden, ja. Vielleicht könnt ihr das im One-to-One dann nochmal vertiefen. Ich würde jetzt, weil wir ja heute noch was vorhaben, das formelle Ende des ersten Abschnitts, die erste Hälfte sozusagen des Abends beenden wollen. Ich werde aber trotzdem nochmal abstimmen. Also hat sich bei irgendjemandem was verändert? Wer schaut voller Inbrunst die Fußballspiele? Sind es weniger? Ist ungefähr gleich. Aber vielleicht sollten wir gemeinsam mit der Bundespolitik oder vielleicht sollten wir die Bundespolitik dazu tragen, in Anführungszeichen, dass sie bei dem nächsten Großereignis ein bisschen mehr auf die Werte schaut. Oder ich habe Christoph Heuskens Interview neulich gehört mit dem NZZ-Chef, der sagte, wir können nicht mit unseren Werten hausieren, das funktioniert nicht, weil alle Länder dieser Welt sagen, ja, aber ihr selbst habt ganz viel Dreck am Stecken und die USA ganz vorne, lasst. Und er empfiehlt, dass wir die UN-Charta sozusagen als den Maßstab viel mehr in den Vordergrund rückt, weil die nicht ganz so angreifbar ist und weil diese ganzen Länder sie ja auch unterschrieben haben. Und insofern vielleicht ein Ansatz. Aber ja, zum Organisatorischen gleich noch mehr, aber jetzt erstmal ein Applaus Ihnen beiden. Ja, es war spannend, es bleibt spannend. Wir werden anders fernschauen, wir werden anders Fußball gucken. Und Sie dürfen jetzt alle sitzen bleiben. Vielleicht müssen Sie den einen oder anderen Salongast auf den Schoß nehmen, weil wir ungefähr dreimal so viele sein werden jetzt im Anschluss um 20.30 Uhr, wenn es losgeht. Es geht um rechte Medien, eine Veranstaltung, die wir gemeinsam mit der Evangelischen Akademie durchführen. Und ja, wenn Sie Lust haben, einfach sitzen bleiben, weiter diskutieren, über Tischgrenzen hinweg Meinungen austauschen. Begegnung und Dialog ist uns hier ganz wichtig. Und schön, dass Sie da sind. Ich werde jetzt keine langen Reden mehr führen, was für tolles Programm wir haben. Das können Sie alle selber lesen. Das ist die Grundlage unseres Austausches sozusagen. Nehmen Sie es mit, erzählen Sie davon und kommen Sie wieder. Schön, dass Sie da waren.